Willkommen zu Resident Evil 7. Hier ist immer noch die Matschepampe. Gehen weiter. Damit habe ich nichts am Hut. Ich frage mich, hier stand sie und hat uns auf uns gewartet. Und Tür geht auf. Bin ich überhaupt hier durch? Ach du meine Güte. Ach, das sind Puppen. Dann ist ja gut, solange es nur nichts drin außer irgendwelche Laken. Das hier sieht interessant aus. Konnte ich nicht lesen. Ach du meine Güte. Das ist ja wirklich Hilfe. Das ist. Nee. Nicht gut. Ich glaube, das ist es. Okidoki, die Sache ist, dass hier ist nicht das Serum, hier ist die Anleitung für das, was wir brauchen. Wir brauchen einmal einen D-Serie Gehirnnerv und zweitens ein D-Serie peripherer Nerv. Das also wir bräuchten einen Kopf und einen Arm bräuchten, wa? Okay. Vielleicht ist da ein Hinweis drauf. Denk mal, da ist ein Hinweis. Was ist das Ding? Ja, nee, will ich gar nicht wissen. Kannst du mir vorstellen. Ich weiß, was das ist, aber will's nicht. Ja, warte, okay. Okay, wir haben die Münze. Komme ich irgendwie zurück? Ja, definitiv. Okay. War ein langer Arm. War ein sehr langer Arm. Ich wollte eigentlich nur zurück. Ich hoffe mal, ich kann zurück. Ich kann zurück, okay. Und reinwerfen. Rein. Zack. Die 8. Ach, ich muss alle einzeln reinwerfen. Oha. So. Letzte Münze. Boah, hat lange dauert. So, jetzt. Ja, damit. Danke. Das braucht aber dieselbe Munition. Wahrscheinlich nur stärker. Und verbraucht 2. Ja, ein großkalibriger Schusswaffe hat eine enorme Durchschlagskraft, aber auch einen starken Rückstoß, okay. Du. Genau, hier war der. Hat gedacht, ich habe da irgendwas im Schatten gesehen. War hier irgendwas zum Aufsammeln? Nee, ne? Okay. Das, was hier war, das habe ich, glaube ich, aufgesammelt. Gut. Dann Lampe. Da wird wahrscheinlich die andere Lampe hin müssen. Die von ihr. Ja, wir werden wahrscheinlich die brauchen, um dann diese heftige Tür aufzumachen. Gut, dann heißt es, werte Dame, her mit der Lampe. Ich glaube, die Lampe liegt ihr aber sehr am Herzen. Sie hat ja vorhin einmal gerufen, das ist meine Lampe, du kriegst... Ist mir aber egal, ich brauche die. So, ab nach unten. Ab ein bisschen Sorgen, das ist... Oh. Als ob die jetzt die ganze Zeit da gewartet hätte, nur um mir Schrecken. Teufel! Das ist neu! Ja, das ist wirklich neu. Das ist sie, ne? Die hat sich irgendwie verwandelt. Ja, so wie Zoe. Die hat ja auch so eine Art Verwandlung. Nur ist die vielleicht noch nicht so ausgereift. Bisschen ekelhaft, ne? Mit. Ja, die ist irgendwie Spider-Woman. Oh oh. Jumpscare incoming. Jumpscare und. Kein Jumpscare. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Okay, da geht's, glaube ich, tatsächlich zurück zum Wohnwagen. Ja, hier können wir jetzt immer wieder hin und her. Weil vorher war die halt von der einen Seite verschlossen. Sehr gut. Checkpoint, würde ich sagen. Glaub, ich gehe speichern. Wupp. Ja. Wir haben jetzt 2 Eingänge. Einmal rechts und links die Treppe. Links sieht ein bisschen... Kleiner aus. Aus wie ein einzelner Raum. Erstmal da reinschauen. So, aber bewaffnet mit einem Flammenwerfer. Oh, ist von der einen Seite verschlossen. Das macht mir es einfach. Heißt hier hoch. Die Doki. Oh. Da geht's runter. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ah, perfekt. Können wir endlich den Diedrich benutzen. Da haben wir auch wieder einen Platz frei. Und was kriegen wir? Flammengranate. Hab ich einen Granatenwerfer? Irgendjemand... Weiß das jemand? Ich habe halt längere Zeit nicht mehr... Sieht einfach die Tür zu. Ich dachte, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe halt längere Zeit nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob wir damals einen Granatenwerfer bekommen haben. Kann mich nicht daran erinnern. Ich habe jetzt gedacht, ich komme hier runter und dann greift sie mich an. Die Party geht ab. Ja, einfach so viele Items und so wenig Platz.
Das ist gemein. So. Nee. Okay, Feuer ist effektiv. Oha, was ist mit ihr passiert? Okay, geh weg. Ihr habt einen Flammenwerfer. Einfach OP. Oh, auch ihre Stimme auf einmal. Finde ich gut gemacht, dass sich ihre Stimme ändert. Oh, was ist mit ihr passiert? Mein vorher war die schon angsteinflößend, aber jetzt? Die Spider-Woman. Oh, guck mal. Wieder Item. Brennstoff ist gut. Die ist hier, ne? Was ist das für ein... Wartet mal, wartet mal. Wartet mal. Wartet, das ist voll die gute Position, wartet. Die bewegt sich gerade nicht. Nein! Ich wollte mit der heftigen Waffe... Ich kann nicht auf Pause... Ich dachte, der pausiert, wenn ich... Das Bosskampf. Ich bin im Bosskampf. Wechseln. Oh, boah. Ich dachte immer, das Game pausiert, wenn ich im Inventar bin. Okay, Bosskampf nicht gut. Uncool. Aber ich habe einen Flammenwerfer. Ach du meine Güte. Die kann laufen? Ganz normal wie ein Mensch? Die entriegelt. Ach so, entriegelt. Was ist das? Wo bin ich? Ich muss erstmal die Umgebung checken. Egal, wir müssen jetzt kämpfen. Okay, wir kämpfen jetzt einfach. Och du meine Güte. Hier geht's nicht. Okay, die haut wieder ab. Habe ich ihr Schaden zugefügt? Ich glaube ja. Also sie bekommt definitiv Schaden. Ah, ich bin wieder hier. Oh. Die ist wieder nach oben. Okay, sie hat wieder Schaden bekommen, glaube ich. Einfach drauf, einfach drauf. Einfach. Die muss aufstehen. Lad nach, lad nach. Ich hab sie, oder? Nein. Oh nein, ich hab... Doch, noch einen Schuss habe ich. Ich nehme jetzt gleich mal die heftige Pistole. Habe ich die ausgerüstet? Nein. Okay. Erstmal noch die hier. Und danach die heftige. Oh, das war die heftige. Uff, das ist ihr einfach egal. Okay, ich muss jetzt meine normale rausholen. Ach, die habe ich ja auch ausgerüstet. Uff. Boah, so schnell switchen hier. Bin ich noch gar nicht geübt. Ach, hier ist noch mehr Zeug. Ich habe keine Ahnung, was mich angreift. War ein guter Angriff von ihr. Weiß nicht, wie die... Da sind mir zu viele Gegner. C. Die ist über mir, die ist über mir. Die war gerade über mir. Kann mir... Nee, die ist erst... Ich werde angegriffen. Ich fall gleich um. Die ist hinter mir. Die läuft mir gerade hinterher. Ich muss mich heilen. Oder... Warte. Warte, ich muss sie eben wegscheuchen. Die macht einen Angriff. Die macht einen Angriff. Ja, ich bin down. Ich bin down. Nein, doch noch nicht. Die Viecher, die Viecher, die Viecher. So, ich bereite mich gerade auf Bosskampf Nummer 2 vor. Ich werde wahrscheinlich so ungefähr den halben Kampf rausgeschnitten haben, weil der hat etwas länger gedauert und im Endeffekt hat sie mich leider doch gekriegt. Nie so gut. Diesmal mal gucken, wie es läuft. Weiter Versuch. Let's go. Nachher mal, wenn ich nochmal die Möglichkeit in meiner Kiste gucken, ob ich da doch noch den Granatenwerfer habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, den habe ich mal gehabt. Natürlich gönne ich mir jetzt noch das hier. Kann ich nicht. Warum nicht? Ach, weil ich wieder zu viel Kraut habe. Ja, werf weg. Wieder da oben. Nimm das. Nimm das. Nimm das. 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 Ah, das ist für gut, ne? Ja, das Ding. Ja, das magst du, ne? Schön heiß. Na, lad nach. Sie macht einen Angriff. Okay, sie kann sich, glaube ich, einfach wegspawnen. Weil die ist extrem schnell.
Da liegt noch was. Ja, nimm. Munition. Brennstoffkanister. Oh, das ist so wichtig. Das ist mega wichtig. Ich hab einen Plan. Wir verschießen all unsere Munition mit den Pistolen. Ah, ich hasse die Dinger. Ich muss die Nester kaputt machen. Ich dachte, hier sind Nester. Hörse. Oh Gott. Geh weg. Ich flüchte nicht. Denn dann flüchte du. Flüchte, hau ab. Du kannst ja wiederkommen, wenn du nicht drauf. Oder ich warte einfach. Genau. Ich kämpfe jetzt erstmal mit der hier. Bis ich keine Munition mehr habe. Okay, also die ist sehr passiv. Aber ich muss nachladen. Hey. Solange sie nicht die Offensive... Sie kann die Offensive ergreifen, aber... Oh, das ist gefährlich. Ja, von hier kann sie nämlich, glaube ich, auch kommen. Das ist das Problem bei ihr. Sie kann von überall kommen. Aber... Hier auch. Muss aufpassen, ich brauche mindestens einen Schuss, um hier wegzuhalten. So. Da wollte ich noch einmal hinschießen. Ich verball alle meine Munition, dann kann ich das einsammeln, dann habe ich da genug Munition. Wir teilen einfach DPS aus wie kein anderer. Aufpassen, das ist sehr gefährlich, wenn sie von oben oder hinten kommt. Da ist sie. Wir werden das klären. Das kann das Spiel sowieso immer gerne. Ich weiß nicht ganz genau, worauf ich zielen muss. Sie ist weggespawnt. Hast du das gesehen? Ah, habt ihr das gesehen? Sie spawnt einfach. Die ist schon gruselig, muss ich zugeben. Ich muss nach. Wieso streckt die sich? Streckt die mir immer ihren Hintern aus? So, gib mal schnell das Ding. Gib mal. Nicht den Rücken zukennen. Das ist das. Okay, jetzt habe ich. Ganz schnell wechseln. Nachladen. Ich hab keine Zeit. Ich bin ein kleines bisschen nervös. Haut sie wieder ab. Nachladen kann ich nicht, weil ich nicht habe zum Nachladen. Aber ich brauche mich auch noch nicht umgucken. Ich hab noch... Hinter mir. Ich hab noch Munition. Das ist das Gefährliche bei dem Spiel. Die spawnen einfach die Gegner weg und spawnen die hinter einem wieder auf. Wenn es sein muss. Muss hinhören. Hab ich sie besiegt? Dich! Oh, wirst du dich nein! Hier wohl rausfinden? Lass mich! Ja, alles gut. Oh, danke, Flammenwerfer. Wie viel HP hat die denn? Wechseln. Ah, sie hüpft zurück. Wir brauchen unbedingt Munition. Wir müssen immer Munition haben, um. Wenn wir keine Munition haben, ist das, glaube ich, unser Problem. Nein, nicht abhauen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht das am schlimmsten aus da unten. Ich frage mich warum. Die lebt einfach noch. Hast du das? Ne. Ja, das sieht gut aus. Oh. Bleib doch einfach tot, okay? Tu mir den Gefallen. Tu uns allen den Gefallen. Ey, du... Oh. Laterne, danke. Und das nur für eine Laterne. Ey, hab ich jetzt die Macht über die Fliegen? Wäre schön, ey. Würde ich alle sagen, die sollen Selbstmord begehen. Die brauchen wir nicht. Guck mal. Genau. Das, was sie kann, können wir auch. Nur tausendmal schneller. Nein, die ist mega schnell, weil sie die Macht der Teleportation hat. Oh, Leute. Ach, guck mal, jetzt ist Frieden. Auf der ganzen Welt. Der ganzen Welt ist jetzt Frieden. Weil wir sie besiegt haben. Das heißt, jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, dass wir von diesen Typen angegriffen werden. Aber bevor ich jetzt abhaue, ne, hier gibt's Loot sicherlich noch so einiges. Ich mach noch um. So, die Tür ist ja verschlossen. Das haben wir ja am Anfang gemerkt, ne? Aber was ist da wohl hinter, wenn ich von oben reinkomme? So, alle hopp. Können das auch. Und ich bin einfach mal vor der Tür gelandet.
Ich bin der Loot King. Der Loot King geht wieder rum. Oha. Leute, ich brauche keine Kräuter mehr. Guck mal die Kräuter. Guck mal, ich habe 5. Mega, komm, wir brauchen keine Kräuter, ey. Wir sind ja pure DPS-Dealer hier. Nichts hier mit Kräuter. DPS ist das Wahre. Entriegelt. Guck, so läuft das. Ja, jetzt haben wir die Tür geöffnet. Cool. Ich will Loot. Ach, so viel Loot und so wenig Platz. Wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt ein Kraut hätte. Ich will Kraut. Bitte lass Kraut hier sein. Blindenmunition. Verdammt. Ich brauche nur eins. Ich hatte zwar 5, aber ich brauche nur ein Kraut. Komm schon. Kraut? Festbrennstoff. Okay, wieder flüssige Chemikalien. Boah, ich brauche unbedingt ein Kraut, ey. Noch mehr flüssige Chemikalien. Egal, sonst werfe ich gleich irgendwas weg. Warte mal. So, ich heile mich jetzt mit diesem heftigen Zeug. Mir egal, ich krieg 3 Chemikalien. Die kann ich stapeln. Flüssige Chemikalie. Wow. Wow. Hier war die flüssige Chemikalie, die wir aufgesammelt haben. Und hier war der Kraut. Jetzt finde ich ihn. Geil. Chemikalie Nummer 2 kann ich nicht mitnehmen. Warum? Die kann man nicht stapeln? Kann man nicht stapeln? Ah. Hat nochmal einen Platz gemacht. Kann man doch stapeln. Nee, ich habe das gerade kombiniert mit etwas. Na super, jetzt haben wir hier nochmal so ein Ding. So, jetzt habe ich alles hier gelootet. Ach la. So. Heid hier. Raus. Raus. Komm ich raus. Entriegelt. Ah, und das ist jetzt die kleine Tür. Ey, schönes Aufbau hier. Ne? Ganz ehrlich. Schön aufgebaut. Jetzt muss ich wieder da oben hin, um die Laterne anzubringen. Wo war das denn? Das Ganze finden wir in der nächsten hoffentlich raus. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.